Und damit hallo und herzlich willkommen. Was ganz anderes. Ich benutze heute mal den AZ Screen Recorder. Der nimmt jetzt hier gerade für mich auf. Der nimmt auch auf, bis ich den Bildschirm ausschalte. Und ich hoffe, ich will mir einfach mal angucken, wie nimmt der auf, was macht der denn? Es ist jetzt gerade ein bisschen ein Experiment jetzt gerade. Für diese dritte Folge des Shortplays von Fast and Furious will ich es aber gerne einfach mal testen. Einfach mal gucken, wie ist die Performance bei der Aufnahme. Geht das ein bisschen besser als mit einem Nvidia Gamecast? Was können wir hier? Was wir auf jeden Fall nicht können, ist internen Ton aufnehmen. Weswegen ich dir jetzt einfach nur ein bisschen Musik in den Hintergrund legen kann. Du wirst keine Motorgeräusche hören im Moment und ja, das wäre also so für Minecraft kein Problem. Für Terraria bedingt ein Problem. Jetzt hier natürlich ein bisschen langweilig, aber was soll's. Wir gucken mal an. Unser Subaru hat 5 von 5 Tank-Dingsbummens. Wir wollen ja sparen. 500 Fast-Punkte brauche ich. Das jetzt hier wird ein sehr, sehr schweres Story-Rennen. Wir gucken uns das mal an, ob wir hier jetzt durchkommen, was wir da machen können. Ich höre ja Musik, du hörst sie aber nicht. Ja, ist relativ witzlos. Aber wir werden mal. Ich möchte mal jetzt. Das ist jetzt direkt ein Prototyp. Ich möchte ausprobieren. So, der Name macht ja seine Rennszene bekannt. Hör mal gucken, wie die Performance ist. Ob jetzt hier gleich alles einstürzt. Ob das Teletablet heiß wird. Wir fahren wieder gegen Edwin. Eins und go. Perfekter Start. Wir ziehen nach drüben. Das ist unbewusst jetzt so gewesen. Wir nossen uns gleich mal durch. Tja, wenn das jetzt so besser geht als im Nvidia Gamecast Dienst, dann werde ich tatsächlich versuchen. Ihr wisst ja, ich bin immer unzufrieden mit der Performance meiner Geräte. Ich weiß nicht, woran das liegt. Da muss ich eben nochmal was ausprobieren. Ich dachte, ich hätte meine Einstellung gefunden. Nein, scheiße. Aber aus irgendeinem Grund, ich kann nicht erklären, warum, stockt das manchmal und dann passen Bild und Ton nicht mehr zusammen. Und das ärgert mich so sehr. Ich habe dazu meine Einstellung gefunden. Ich wandle mein Video dann in eine MP3-Datei um, lege die dann über das Video drüber und da, wo es nicht passt, schneide ich auseinander, schiebe den Ton an die richtige Stelle. Aber das ist nicht mein Setting, wie ich mir das vorstelle irgendwie. Und ich verstehe auch nicht, warum ich der Einzige bin, der da so eine Probleme hat. 459, wir müssen das Auto raussuchen, was 459 Punkte überschreitet. Und das ist gar keins. Also müssen wir den Subaru verbessern. Das heißt, dann gucken wir doch mal. Upgrades. Gib mir doch mal was. Was kosten die denn hier mittlerweile? 2500, na gut, das Geld hätten wir. Und 15 Werkzeugschlüssel hätten wir auch. Aber der Subaru kann dann nicht mehr, ne? Dann machen wir hier mal, geben wir mal Nitro 1 drauf. Installieren wir das. Ach so, jetzt gucke mal an. Jetzt ist eine neue Nitro-Pulle am Start. Ja, und schon haben wir keine Werkzeugschlüssel mehr. Aber, scheiß auf Werkzeugschlüssel, wir können das Rennen jetzt fahren, das Story-Rennen. Dann können wir mal gucken, Schwierigkeit normal. Also wir brauchen auf jeden Fall neue Werkzeugschlüssel. Wo ich die jetzt herkriege, weiß ich noch nicht so ganz genau. Laut meiner Aufnahme-App, dem ich bin ja auch von Big C ein bisschen verwirrt. Big C, der... Bei Könige der Wellen heißt der große so. Big Set wäre der richtige Name. Also AZ Screen Recorder ist hier der richtige Name. Nimmt in 60 Frames pro Sekunde auf. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass sie sowieso gigantisch groß wird jetzt. Aber spätestens nachdem ich ein bisschen Musik drunter gelegt habe, wird die eventuell kleiner. Rum. Knapp vorbei. Komm, jetzt gewinnen wir auch noch dieses Story-Rennen. Hopp, im Windschatten. Knapp vorbei. Und hier auch knapp vorbei. Ach komm, das schaffen wir. Ein super Ding.
guck mal, es ist halt rein theoretisch nicht doll, ne? Also ich habe schon andere Spiele erlebt, da kann man ab ein bisschen mehr Action, aber na gut, was soll's. Jetzt weiß ich gar nicht, was hier passiert ist. Aus irgendeinem Grund war auf einmal die Aufnahme zu Ende. Aber zum Glück habe ich das noch rechtzeitig gemerkt. Wir haben also eine Bonusbelohnung bekommen, weil wir das Level geschafft haben. Und die holen wir uns jetzt mal ab. Ein Klasse-D-Auto soll garantiert sein. Story. Ein Klasse-D-Auto ist garantiert. Jetzt zeig mir doch mal, was hast du da für mich? Steckst da in die mittlere Garage rein. Oh. Na, Punkte. 350, 363. Es ist ein Acura 2006. Hatten wir denn nicht schon? Neues Auto gesammelt. Ein japanisches Set. Ja, ich möchte es mal verwenden. Ich möchte es mir auf jeden Fall mal anschauen. Jetzt können wir auch die tägliche Kiste. Was immer noch? 3 Stunden, 12 Minuten? Guck mal hier, 5000 Punkte. Ach komm. Ach ja, es ist unglaublich. Täglicher Preis, das sind 3 Stunden. Das ist ja alles sinnlos hier. Also, ich würde fast denken, wir hätten den Acura schon. Wir gucken mal rein, was haben wir denn schon für Kisten? 2006 Acura, 2001 Acura hatten wir schon. Und der 2001 Acura ist auch schon mal deutlich besser. Also, dieses Klasse D-Auto ist jetzt nicht der Burner. Überhaupt nicht der Burner. Wir haben nur 17 Werkzeugschlüssel. Wir gucken mal rein. Die Rennen. Natürlich gesperrt. Minimum 459. Das heißt, wir können jetzt das nur mit dem Subaru machen. Ja. Das ist der Einzige, der in der Lage wäre, dieses Rennen zu fahren. Eieieiei. Na, dann wollen wir mal gucken, was uns jetzt hier im ersten Rennen dieser Story erwartet. In Japan, in Tokio, ich glaube, wenn ich an Fast and Furious, an die Filmreihe denke, dann sind wir bei Tokio Teil 3, bei Tokio Drift. Ja? Also heißt es geht hier wahrscheinlich, wir treffen jetzt wahrscheinlich den, ich weiß gar nicht, wie er hieß gleich, eventuell Han, wenn er noch lebt. Nein, wir treffen auf Roman. Was macht denn der in Tokio? Na gut. Hätten wir ja vorher sehen können. Ford Mustang. Guck mal, wie viele Punkte der hat. Das wird ein hartes Gestinge. 3, 2, 1, go. Zu früh gestartet. Okay. Ach, Roman ist das, der da gegen uns fährt. Natürlich gleich. Ich guck mal, ob ich im Windschatten hinterherkomme. Der baut erstmal einen schönen Unfall. Ein super Ding. Ich möchte gerne in Romans Windschatten bleiben. Oh, das war ja wirklich knapp. Gegen den habe ich keine Chance. Guck dir das an. Da können wir nicht gewinnen. Da wäre jetzt also quasi Auto aufleveln angesagt. Und da habe ich jetzt im Moment gerade weder Bock noch Zeit dazu. Denn das ist jetzt wirklich, du siehst es ja, was muss ich hier alles schaffen? Guck mal, was muss man hier alles sammeln, um noch eine Chance zu haben, mitzuhalten? Das ist einfach gar nicht realisierbar. Hier geht es ja echt jetzt darum, hier musst du Geld investieren. Und ich sammle ja eigentlich noch meinen Schlosser-Dings da. Ach ja, na gut. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Aber eventuell, vielleicht, in der Zukunft, schauen wir nochmal rein. Jetzt danke ich dir auf jeden Fall fürs Zuschauen bei der Folge 3. Dieses Shortplay ist das nächste Shortplay. Wird wieder ein anderes. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir schön gesund, hau rein, mach's gut und tschüss.